Meditation, eine Reise in die goldene Zeit von Lemurien. Mach es dir bequem und schließe deine Augen. Fühl mal in deinen Körper hinein, ob du so bequem sitzt oder liegst oder ob du irgendeine Position noch verändern möchtest, sodass sich dein Körper entspannt anfühlt. Atme bewusst einige Male in deinem Tempo ein und aus bis tief in deinen Bauch. Du verbindest dich mit der göttlichen Urquelle, wie immer diese für dich auch aussehen wird. Stellst dir vor, dass dieses göttliche, goldige Licht oben in deinen Kopf, in dein Kronenchakra fließt und weiter über den Hals, in deine Arme, in deine Hände und Finger und ganz langsam weiter hinunter in dein Herz. Und dein Herz füllt sich jetzt mit dieser wunderschönen Energie auf und gibt gleichzeitig diese tiefe Liebe mit in das goldige Licht und fließt hinunter durch deinen Rücken, durch deinen kompletten Bauch und weiter hinunter durch deine Beine bis zu deinen Füßen. Aus deinen Füßen wachsen nun Lichtwurzeln in Mutter Erde, angereichert mit deiner Liebesenergie. Sehe und fühle, wie ein Lichtwurzelwerk in der Erde entsteht. Und diese Vernetzung aus Lichtwurzeln verbreiten sich immer mehr und verbinden sich mit anderen Lichtwurzeln, sodass ein komplettes Lichtwurzelwerk weltweit entsteht. Kannst du sehen, wie die Erde von innen nach außen anfängt, goldig zu leuchten? Kannst du fühlen, wie diese Liebe, welche du in die Erde gesendet hast, nun wieder zu dir und alle anderen Lebewesen zurückfließt? Wir rufen jetzt zusätzlich dein höheres Selbst, deine geistigen Führer, deinen Schutzengel und alle Lichtwesen aus der Urquelle der göttlichen Schöpfung herbei, mit der Bitte darum, durch dich zu wirken, dich zu führen, dich zu leiten und zu beschützen. Konzentriere dich jetzt erneut auf deinen Atem. Atme ein, halten und atme aus. Atme ein, halten. Atme aus. Atme so einige Male in deinem Tempo ein und aus. Lasse alle Gedanken an dir vorüberziehen. Beim Einatmen atmest du Licht ein und dein innerer Raum wird immer weiter und weiter.
Beim Ausatmen gibst du einfach alles ab, was dich heute im Laufe des Tages beschäftigt hat, alles, was dich müde gemacht hat oder gestresst hat, gleitet nun aus deinem Körper. Du sinkst immer tiefer und tiefer in dein Sein. Beobachte nun ganz entspannt deinen Atem und gehe dabei immer tiefer und tiefer in deine Entspannung. Genieße dieses Gefühl der Leichtigkeit. Du wirst dich gleich wieder an die goldene Zeit von Lemurien erinnern, denn du bist hier und heute. Deinen Sternengeschwistern, welche gemeinsam mit dir zu Zeiten von Lemurien gelebt haben, wieder zur Erde zurückgekehrt, um dich genau an diese Einheit zu erinnern. Mögest du dich wieder an diese paradiesische Schwingung erinnern, welche tief in deiner Seele verankert ist, damit du immer mehr erwachst und dein Strahlen, dein inneres Licht und deine Liebe um die ganze Erde geht. Wir kamen aus einer fernen Galaxie und wir kamen von verschiedenen Sternensystemen nach Lemurien, um Erfahrungen zu machen. Und um das reinste Licht hier auf der Erde zu manifestieren. Wir wählten bewusst diesen Planeten als unsere zukünftige Heimat. Wir verbinden uns jetzt mit den alten Kristallstätten in und auf der Erde sowie im Kosmos, damit sich das Licht der Einheit wieder verbindet. Alle Lichtwesen und die hohen Priester von Lemurien sind bei uns und dafür sind wir zutiefst dankbar. Dieser Moment, den wir jetzt hier auf der Erde gemeinsam erleben dürfen, ist lange vorbereitet. Und du darfst alles loslassen, was nicht zu dir gehört, damit dein wahres Lichterbe in dir wieder erwacht. Du bist nicht zufällig hier auf der Erde, denn du bist Teil eines großen Plans und hast eine besondere Aufgabe. Auch wenn es Zusammenbrüche und Chaos geben wird, so wirst du trotz dieser kommenden Herausforderungen gelassen sein und dich sicher fühlen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Du bist göttliche Energie und göttliches Licht. Du bist ein Licht, was gerade erwacht und sich wiedererkennt. Das Wissen über Lemurien und deine wahre Herkunft ist in deinem Unterbewusstsein lebendig. Es ist in deinem Herzen und in deiner DNA verankert. Viele erinnern sich an die Zeit von Atlantis und das Wissen Lemuriens steigt auch immer mehr in uns auf. Das Licht vom paradiesischen Lemurien brennt noch immer in unseren Herzen, ganz tief. Hörst auch du in dir immer wieder oder immer öfter den Ruf,
der pazifischen Inseln. Spüre nun die lebendige Vergangenheit und schaue, welche magischen Begegnungen in dir erwachen. Du stellst dir vor deinem inneren Auge vor, dass du im Pazifik auf einer wunderschönen Insel bist. Was kannst du erkennen? Befindest du dich irgendwo in einer saftig grünen, gebirgigen und bunten Landschaft mit Wasserfällen? Oder sitzt du oben an einer Klippe und siehst unter dir einen einsamen Strand und beobachtest das Spiel der Delfine im Wasser? Schau dich um und nimm diese friedliche und liebevolle Energie um dich wahr. Du wirst jetzt in deinem näheren Umfeld eine steinige Treppe erkennen, welche bergab führt. Du fühlst dich sehr wohl. Denn dieser Ort kommt dir vertraut vor. Lausche ganz aufmerksam meiner Stimme. Ich werde dich jetzt 10 Stufen nach unten begleiten und dann wirst du sehen, welches Bild sich dir vor deinem inneren Auge bietet. Zehn. Du gehst immer tiefer und tiefer. Und wirst mit jedem Schritt hinunter immer entspannter und leichter, bis du auf dem Grund deiner Seele angekommen bist. 9. Steig hinab, lass los, lass los. 8. Alle deine Gedanken dürfen weiterziehen. 7. Du steigst weiter hinab, Stufe um Stufe. Bis an den tiefsten Punkt deiner selbst. 6. Du bist bereit, alles loszulassen. Geh tiefer und tiefer. 5. Stufe um Stufe gehst du immer weiter nach unten und jedes Wort meiner Stimme zieht dich weiter hinunter auf den Grund deiner Seele. 4. Lass los und vertraue meiner Stimme. 3. Du gehst noch tiefer und du bist bereit, ganz auf den Grund deines Unterbewusstseins zu sinken. 2. Du lässt noch weiter los und bist jetzt tief entspannt. 1. Du bist nun zu Hause angekommen. Am tiefsten Grund deiner Seele, auf der Ebene deines Unterbewusstseins. Fühle diesen warmen und weiten Ort dieser Sicherheit und genieße es, ganz bei dir zu sein. Du bist nun vollkommen aufnahmebereit. Lass dich von meiner Stimme leiten. Deine Seele manifestierte sich vor sehr langer Zeit auf dem lemurischen Kontinent. Das Licht der Urquelle schwebte über dem Wasser und es brachte eine kristallklare Lebensatmosphäre hervor, in der alle Lebewesen in Licht und Liebe und in Einheit mit Mutter Erde lebten. In allen Herzen war Frieden und Lemurien war ein goldenes Land der Einheit, bevor die Erde zu einem Raum der Dualität wurde.
kannst du jetzt diese leichte und lichtvolle Energie fühlen. Kannst du dich erinnern, dass der Tod auf Lemurien nicht existiert? Wir konnten uns manifestieren und wieder auflösen, je nach Wunsch. Es gab nur Übergänge in andere Dimensionen und Räume. Kannst du die Lichtstätte und Lichttempel erkennen? Schau dich genau um und fühle diese goldene Schwingung, welche sich in tiefer Liebe zur gesamten Natur und zum Universum ausdrückt. Fühlst du auch diese Sehnsucht in deinem Herzen, endlich wieder mit deinen Lichtgeschwistern nach Hause zu gehen? Lichttore, sogenannte Portale zu anderen Galaxien stehen offen und wir waren im ständigen Austausch mit anderen Völkern. Schau dich um und wenn es in deiner Nähe einen Licht- und Kristalltempel gibt, dann begib dich doch einfach mal dorthin, um zu sehen, wie die Flamme der Schöpfung dort gehütet wird und wie große Lichtkristalle und Kristallliegen dort bereitstehen, damit man sich dort mit Licht auflädt. Kannst du deine Freunde, die Delfine und Wale sehen, welche im Wasser unter dem Tempel schwimmen? Diese heiligen Wesen des Meeres tragen die Lichtkodierungen für uns Menschen mit sich und bringen sie an die verschiedensten Orte der Welt. Sie kamen vor langer, langer Zeit gemeinsam mit uns in Lichtschiffen auf die Erde. Versuche dich zu erinnern. Lass einfach alles los, damit das alte Wissen in Form von Erinnerungsschüben deine Frequenzen erhöhen. Kannst du fühlen, wie deine innere Welt immer mehr von Licht und Liebe erfüllt wird? Kannst du andere Lemurianer erkennen oder fühlen? Vielleicht nimmst du ihre Seelenschwingung wahr. Und mit dem ein oder anderen stellst du sofort eine Seelenschwingung fest, die dich an einen Menschen in deinem heutigen Leben erinnert. Ein Lemurianer konnte viele hundert Jahre alt werden und sah trotzdem immer jung aus, weil er sich über den bewussten Atem immer mit Lebensenergie auflud und somit alle seine Zellen reinigte und regenerierte. Man kommunizierte telepathisch oder über Blicke, Laute, Bewegung, Symbole und Zeichen. Schau mal, ob sich in deinem Umfeld gerade ein Lemurianer befindet. Und dann schau ihm oder ihr in die Augen. Thank you.
Sie sehen und erkennen sich immer über die Augen in tiefer Liebe. Es sind Augenblicke der Verschmelzung, der Einheit, der großen Liebe, Verbundenheit, Nähe und Wärme. Dieser Moment heilt jetzt dein Feld. Fühle es, damit du dich immer wieder daran erinnern kannst. Ihr seht euch, ihr seht das Licht im anderen. Die Liebe in Lemurien ist von einer großen Reinheit und Lichtkraft, und Partnerschaften hielten ein Leben lang. Sexualität wurde nur aus der tiefen Liebe herausgelebt und war immer eine tiefe Verschmelzung im Licht und auf allen Ebenen. Kinder und Familien wurden sehr hoch geschätzt, und zu der Familie gehörten auch alle Tiere und Pflanzen. Was fühlst du jetzt in deinem Körper? Wie fühlt sich dein Herz an? Du weißt ganz tief in dir, dass der Weg, den du gehst, dich genau wieder dorthin führt, ins goldene Zeitalter, wo die Menschen wieder in einem Paradies miteinander leben. Wir nutzen jetzt schon unser schöpferisches Potenzial zur Energieerhebung. Und es wird die Zeit kommen, da wirst du so hoch schwingen, dass du dich auch ohne Technik fortbewegen kannst, weil die Teleportation zu einer allumfassenden Fähigkeit wird. Du erinnerst dich, wer du bist. Ein großes Lichtwesen, geprägt von reinem Kristallbewusstsein, Einheitsbewusstsein und Verbundenheit. Wir waren und sind immer verbunden mit der Quelle, mit der Einheit. Wir werden wieder in Freiheit, Harmonie und Frieden mit allen Wesen und allem, was existiert, hier auf der Erde leben. Wir werden uns daran erinnern, wie es war, mit Kristallen zu arbeiten. Wir werden wieder Energiespiralen erzeugen und in andere Ebenen gehen können. Alles, was wir tun, wird uns zu jeder Zeit Spaß machen und es wird in Leichtigkeit geschehen. Jeder zeigt dem anderen, wie sehr er geliebt wird. Jeder von uns wird sich wieder an seine einzigartigen Gaben und Aufgaben erinnern. Wenn wir alle in der bedingungslosen Liebe sind, werden wir sehr machtvoll als Schöpfer im Kollektiv gemeinsam die Realität erschaffen, welche zum höchsten Wohl aller ist. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Denn wir sind die Lichtsaat,
die einst in Lemurien lebten und die hier sind, um zu erlösen und zu heilen und um die Harmonie in Einklang mit dem Kosmos wiederherzustellen. Wir sind hier, weil wir uns gegenseitig vertrauen, weil wir uns einander helfen und weil wir uns umeinander kümmern. Wir werden alle Kinder so behandeln, als ob sie unsere eigenen sind. Und jeder behandelt sein Gegenüber wie eine liebevolle Schwester oder einen liebevollen Bruder. Jeder kümmert sich um das Wohl der Tiere und Pflanzen. Und wir werden in einem wundervollen Paradies miteinander leben. Atme tief ein und aus und fühle diese Leichtigkeit und Liebe in dir. Werde dir immer mehr und mehr bewusst, wie wichtig es ist, dass deine weibliche und männliche Seite in dir ausgeglichen ist. Nur so kann unser physischer Körper mit dem Lichtkörper verschmelzen und sich eine Einheit bilden. Aus der Einheit des Lichts bilden sich drei universelle Lebensströme, männlich, weiblich und göttlich, kindlich. Oder auch Vater, Mutter, Kind in einem, die miteinander verschmelzen. Sobald alle Lichtkodierungen in dir aktiviert sind, wirst du dich an alles erinnern. Nimm bewusst Kontakt auf zur Mutter Erde, die dich trägt und nährt, die dich schützt und liebt. Spür, dass die Liebe dich umgibt. Fühle diese bedingungslose Liebe in dir. Atme ganz ruhig und sanft. Ich führe dich nun ganz langsam zurück in dein Tagesbewusstsein. Stufe für Stufe gehst du nun die Treppe wieder hinauf. 1. Du verlässt nun den Raum deines Unterbewusstseins. 2. Stufe um Stufe steigst du wieder hinauf. 3. Immer weiter hinauf. 4. Du gehst immer weiter nach oben. 5. Du hörst meine Stimme immer deutlicher. 6. Mit jedem Atemzug gehst du immer weiter nach oben und fühlst die Lebendigkeit in deinem Körper. 7. Du bewegst deine Zehen, deine Füße und Beine. 8. Du reckst und streckst dich. Oh, und du gähnst. 9. Du bewegst deine Arme, deine Hände, deine Finger und deinen Kopf. 10. Alle deine Werte sind im Optimalzustand und du bist voller Energie. Du öffnest in deinem Tempo wieder deine Augen und kommst langsam wieder ins Hier und Jetzt.